Wir sind halt in der MS Inzing und haben halt den vierten Workshop vom Projekt Dream Team. Und da geht es ja um die Schulung der sozialen Kompetenzen. Und heute quasi ist so die finale Runde. Ja, sie haben gelernt, dass nicht immer alles auf Anhieb sofort 100% funktioniert. Dass man manchmal scheitern muss oder auch darf, um aus diesem Scheitern einfach gescheiter wieder herauszugehen und dazuzulernen. Es ist wichtig, wenn die Kinder das schon im frühen Alter lernen, weil dann können sie einfach mit Niederlagen besser umgehen. Sie können ganz anders kommunizieren und sie wissen einfach, okay, sie sind schlimm, ich kann was daraus lernen und das nächste Mal einfach besser machen. Und das ist sicher auch ein ganz großes Ziel von dem Projekt. Also ich habe gelernt, dass man andere respektieren muss, auch wenn man nicht so beste Freunde ist und alles. Ja, wenn es einer nicht schafft, dass man jetzt sagt, Ma, du hast es geschafft, sondern sagen, nächstes Mal schaffen wir es. Also es soll jeder mal reden dürfen und nicht nur immer der eine. Und man soll auch jedem, wie gesagt, zuhören. Ich finde, das Dream Team hat uns sehr geholfen für die Klassengemeinschaft und wir haben da jetzt auch sehr viel, dass wir noch dazulernen haben können dort. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen.